Nochmal kurz von mir die Ansage vorab. Wundert euch nicht, das Intro, was ich gleich sage, ist komplett falsch. Der Titel stimmt. Ihr seht einen neuen Döner in der Top 3. Ein alter Hase hat sich verbessert, hat ordentlich an sich gearbeitet und ist endlich in der Top 3 drin. Hallo Lieben, schön, dass ihr am Start seid zu einem neuen Video aus Hanau. Wir werden heute zwei Döner testen. Ganz besondere Döner. Vom Fleisch her wirklich absolut Welt. Was wir inzwischen auf unserer langen Dönertour aber gelernt haben, nur weil Fleisch Welt ist, in dem Fall jetzt richtiges Steakfleisch, heißt das nicht, dass es im Döner maximal performt. Das kriegen dann nur die wenigsten hin. Vor 2 Jahren circa war ich bei den beiden Dönern, wo wir heute hingehen, und einfach von der Optik, vom Fleisch, vom Feeling ist das Welt. Und wer weiß, vielleicht hat sich ein bisschen was getan. Ich sehe es als notwendig, das Ganze nochmal zu überprüfen. Da werden wir jetzt hin, erstmal zu Hakans Kebab in Hanau hier. Dann werden wir da jetzt mal hinballern. Kritisch ist auch immer, wenn man bei so einem Laden war, hat er einen Test gemacht. Der Besitzer hat das Ganze nicht verfolgt, beziehungsweise konnte es dann danach erst bei YouTube sehen. Jetzt geht man dahin, wird vielleicht nicht so begeistert sein, weil gut, ich habe von Anfang an gesagt, Top-Quali, geiles Ding, nur halt im Döner ist das halt ein bisschen schwierig gewesen. So als Gericht barbarmäßig, aber als Döner zu verpacken, schwer. Ja, jetzt hoffe ich, dass er mich mit offenen Armen trotzdem empfängt. Ich habe ja, denke ich, positiv in dem Video damals ausgedrückt. Wir gucken uns das mal an. Seid gespannt auf den Spieß. Der ist wirklich schon mal ganz, ganz, ganz stark. Traditionell, ohne künstliche Zusatzstoffe hergestellt. Das ist einfach Entrecot, was er da aufeinander stapelt, nicht mal eingelegt, damit es den Geschmack nicht verfälscht. Gesalzen, gepfeffert, du hast da wirklich 100% diesen Fleischgeschmack drin. Und von der Optik jetzt gerade ist das Spiel schon ein bisschen runter. Letztes Mal sah noch krasser aus, aber man sieht trotzdem, dass schon was anderes. Ich habe ja eben 2 Jungs getroffen, etwas jünger, kannten den Laden nicht mal. Kann natürlich Zufall sein, aber mir ist halt ein Gedanke gekommen, wenn man jung ist, haut man sich echt nur Scheiße rein. Ihr kennt das selber, bei mir war es genauso. Irgendwann kriegst du Probleme mit dem Körper, hier und da, und dann passt man ein bisschen auf, guckt, was man sich reinknallt. Und dann denke ich mir nur, warum macht man das nicht vorher, ne? Das finde ich manchmal so ein bisschen schade. Diesen Laden müsste jeder kennen. So, mein Lieber, ich würde einen ganz normalen Döner bestellen bei dir mit eurem wunderbaren Rindfleisch. Alles hausgemacht, ne? Da ist der Kollege. Immer vergesse ich meinen Ständer. Jetzt muss ich hier meine Kamera drauflegen. So ein Kaliber haben wir noch mal im Video. Lange her, dass ich den gegessen habe. Fleisch hat einfach einen ganz, ganz starken, intensiven, guten Geschmack. Das muss man sagen. Super Tzatziki. Schön mit Kräutern, das Tzatziki mag ich gerne. Wild intensiver Geschmack. Ganz anderes Feeling als letztes Mal. Letztes Mal sah der Spieß viel stärker angebräunt von außen. Ganz dünne Schicht drunter, so wie man es kennt, abgeschnitten. War aber geschmacklich jetzt nicht fade, aber nicht so durchdringend stark wie jetzt. Ist viel besser vom Geschmack. Hier bei der Dönerherstellung. Ich habe mich inzwischen auch ein bisschen damit beschäftigt. Das ist immer ein ganz schmaler Grat zwischen ich lege jetzt nicht ein und ich lege ein oder ich lege kurz ein und ich lege lang ein. Das ist eine Wissenschaft für sich. Einlegen bedeutet auch immer, irgendwo den Fleischgeschmack zu verfälschen. Macht das Ganze aber zarter. Wenn du jetzt so ein Fleisch hast wie das hier, was nicht eingelegt ist, droht es halt schnell trocken zu werden, beziehungsweise halt auch nicht so zart zu sein. Du merkst, es ist halt leicht trocken, das Gesamtergebnis so, aber dafür ein ganz durchdringender, starker Geschmack. Also wirklich ein guter, guter Fleischgeschmack. Schöner Pfeffer jetzt noch drin im Geschmack. Zur Bewertung vom Döner. Ich muss sagen, dieser Fleischgeschmack war sehr einzigartig und mit der beste Fleischgeschmack, den ich jemals im Döner hatte. 2 Kritikpunkte nur. Leicht trocken. Und dann gab es 1, 2 Stellen, wo auch ihr mit Sicherheit gesagt hättet, wenn ihr den essen würdet, oh, da fehlt mir ein bisschen der Wumms. Da müssen wir ein Mittelding finden. Ein bisschen mehr Intensität rein, vielleicht durch Gewürze, aber nicht übertrieben, dann hat man den Fleischgeschmack nicht mehr. Und die Saftigkeit noch bewahren. Das kann alleine schon daran liegen, wenn ein paar Minuten keiner da war, das Feuer ging ein bisschen zu lange ans Fleisch. War starker Döner, ich hätte ihm trotzdem 8,5 gegeben. Der war ultra stark. So, wir gehen jetzt zum nächsten Döner. Ich hoffe, der knallt auch so rein.
So, jetzt geht's zu Klein Kebab-Hain. Also ich weiß nicht, ob die letztens den Preis gewonnen haben bei irgendeinem Wettbewerb. Also nicht irgendwie so ein Standard-Scheiß, sondern bei irgendwas, wo das voll special ist, dass dann Döner überhaupt mitmachen darf. Ich frage ihn gleich mal, was es war, bevor ich irgendeine Scheiße rede. Haben die eventuell sogar gewonnen? Ich frage ihn lieber nochmal. So ärgerlich, der ist nicht da heute. So eine Scheiße. Ich bin jetzt bestimmt eine Stunde wieder umsonst gefahren. Oh Mann, ey. Jetzt brauche ich irgendeinen Döner, der reinpasst in dieses Video. Lasst euch überraschen, was jetzt kommt. Oh, Scheiße. Also wir sind jetzt beim guten Pfeffer-Döner vom guten Harley. Kleine Vorgeschichte zu dem Ding nochmal. Ich war einmal da, super geil gewesen, hat das Brot nicht gestimmt, aber ich habe im Fleisch das ultimative Potenzial gesehen, weil das Endlevel war. Dann habe ich eine Folge mit Lukas und Charo gedreht, Grüße gehen raus an die Jungs, unter dem Motto, der beste Döner auf YouTube. Ich habe den ins Rennen geworfen mit der Aufgabe, mach mir ein neues Brot bis dahin. Wir waren hier, Brot war leider immer noch nicht stark, Fleisch an dem Tag auch nicht ganz so performt. Heute sind wir zum dritten Mal da mit einem ganz starken Fleischspieß, hoffe ich zumindest, dass er heute wieder überzeugen kann. Jetzt werden wir uns das mal angucken. Bonn lässt grüßen, da ist der Kollege. Oh, und wir haben noch einen dicken Fleischspieß. Hallo. Hallo, grüß dich. Hi. Ja, muss bei dir auch, ja? Freut mich, freut mich. Was hast du im Kopf da? Hast du Kopfverletzung oder was? Ehrlich jetzt? Scheiße. Das sieht gut aus. Hey, Ali, grüß dich. Alles gut bei dir? Nee, danke bei dir. Ja, auch gut. Danke, danke. Endlich komme ich mal. Ihr habt richtig großen Spieß hier heute. Schönes Entrecot habt ihr immer, genau, ne? Oh, Traum. Ich würde sagen, nicht lang schnacken, Hai. Wir machen mir heute wieder einen richtig geilen Beefdöner, ne? Gerne. Okay, danke dir, mein Lieber. Bitte. Ja. Oh, hinten macht ihr auch selber Brot, ne? Ach, das ist für Dürüm, ne? Ja. Ich glaube, ich esse danach noch eins. Okay. Wenn ich schaffe. Gerne. Oh, köstlich. Guckt euch den Kollegen an, das ist echt eine Pracht. Traum, man sieht jede einzelne Scheibe. So muss ein Döner aussehen. So muss das sein. Das ist dein Bruder, ne? Ja, das ist mein Bruder. Alle sind meine Schüler, ne? Das sind sie aber. Alle sind wirklich. Sind gute Schüler, sei ja, ehrlich. Alle sind gute Lehrer. Ja. Ist der gute Lehrer dein Bruder? Nee, beste. Hier, bei dem Häuschen haben wir letztes Mal auch gegessen, hier bei meinem Test. Optimal hier, das Häuschen. Okay, ich muss wieder ein bisschen hier jetzt in die Hocke gehen. Das ist gar kein Problem. Da ist der Kollege. Ich habe ein bisschen Angst, dass er zu viel Zitrone eben drauf gemacht hat. Habt ihr das gesehen? Da habe ich echt ein bisschen Angst gerade vor. Fleisch ist heftig. Man darf nie vergessen, das ist jetzt kein Kalbfleisch. So zart wie Kalbfleisch, das hinzukriegen, ist, glaube ich, nicht möglich. Das hat einen gewissen Biss, aber der ist geil. Der gefällt mir hier sogar. Also jetzt nicht zäh in keinster Weise. Einfach einen geilen Biss, wie schönes, gutes Fleisch. Am Brot haben sie auch gearbeitet, anders als letztes Mal. Außen knusprig, innen weich, stark. Einfach stark, sehr, sehr stark. Du merkst die Kräuter, du merkst die Frische. Ein ganz geschmeidiges, saftiges Mundgefühl. Das ist unglaublich, sag es euch wirklich. Wisst ihr was, ich mache glaube ich noch Generaltest. Einmal nur Tomate, Zwiebel. Ich muss den Generaltest machen. So wild, Mann. Boah. Das war krass. Halle, ich will dir einmal schon mal Feedback geben, ne? Ja. Erste Runde. Ja. Ich würde sagen, ihr habt euch sogar verbessert. Ihr habt euch verbessert. Das ist uns interessiert. Das Fleisch war so saftig, so krass, also richtig, also der Schüler hat gut vom Meister gelernt. Ja. Heftig saftig, super Geschmack. Brot habt ihr euch auch verbessert. Ja. Auch besser geworden, schön knusprig, weich, ja. Nicht mehr zu präsent, so wie damals. Genau. Habt ihr stark gemacht und deshalb mache ich jetzt noch einen Generaltest. Nur Tomate, Zwiebel, das mache ich nur bei den Dönern, die für ganz oben geschaffen gerne sind. Gerne, Mann. Ja? Auch geil, machen wir. Das ist frisch, guckt euch das an. So wackelt das nur, wenn der Spieß ganz frisch ist, wie Wackelpudding. Das habt ihr nicht beim gefrorenen Spieß. Wie saftig das Fleisch ist. Ja, das tropft richtig runter. Oh, selten hast du das. Okay. Perfekt, das lang. Wunderbar. Danke, mein Lieber. Danke, danke, bis gleich. Guckt euch an, wie geil der aussieht. Oh, das ist ein Traum. Ich schneide euch noch Fotos rein jetzt, Leute. Oh. 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 Mmh. Eine geile Bräunung hier. Das schmeckt so geil, dieses Angeröstete. Röstaromholle ist wieder im Feeling, wieder in seinem Element. Lass mir noch ein bisschen Soße drauf machen, das war besser. In dem Fall besser mit gewesen.
Das ist ein richtiger Döner, Leute. Das ist ein ehrlicher Döner. Döner, wie er im Buche steht. Ich hab das Fleisch gesehen. Ham. Die Soße dazu ist so cremig, weich, lieblich. Das Brot war ein bisschen trockener als das, habt ihr gesehen. Das war auch mehr geburnt. Da braucht man hier Safe-Soße. Das wird Deutschland-Ranking. Ich mag auch dieses Außen sehr gerne. Da wird es leider ein bisschen trockener. Wird man da ein Mittel hinkriegen? Ich weiß nicht wie, aber diese Bräunung und dass es trotzdem nicht trockener wird. Der Königsbiss holt noch mal einiges raus. Stellt euch den heftigsten Königsbiss vor, den ihr hattet. Der wird wahrscheinlich die Soßen sehr geprägt sein. Hier ist die Soße gefühlt gar nicht nach unten durchgekommen. Die war nur oben, weil wir die raufgemacht haben. Und dieser Königsbiss ist geprägt von einfach dem geilsten Fleischgeschmack. Fett vom Fleisch. Richtig geschmeidiger, fleischiger, fettiger, saftiger Königsbiss. Fleisch, mehr nicht. Gebt mir einfach nur Fleisch, Bruder. Oh. Den anderen esse ich auch noch. Der hat auch was, Leute. Diese Zitrone ist auch krass da drin. Irgendein Kraut ist in dem letzten Döner drin. Gewürz, was ich nicht ganz so feier. Das ist eine ganz, ganz wilde Angelegenheit. Ich kann jetzt noch 3 Stunden weiter von dem Döner erzählen. Wir sehen uns aber besser bei der Bewertung. So, Harley, mein Lieber, meine Bewertung für dich, ne? Jawohl. Also, du hattest ja noch mal gefragt, irgendeine Kritik. Ich habe keine Kritik. Bei dem ersten Mal nur ein Beigeschmack. Ich glaube, das war das Gewürz, was ich hätte weglassen sollen. So, aber das macht ja jeder drauf, wie er mag. Genau. Aber trotzdem, ich sage es dir, ich war absolut geflasht von den Dönern. Dieser letzte Biss, dieses saftige, fettige, fleischige, ganz krank. Das freut uns. Du kommst bei mir in die Top 3 im Deutschland-Ranking. Super. Mit einer 9,2 war das Top 3. Absolut heftiger Döner, Heidi. Gut gemacht, das hast du richtig heftig gemacht, Mann. Ja, echt gut. Wirst du jederzeit herzlich willkommen. Ich musste das nochmal abchecken. Und Leute, ohne Scheiß, wenn ihr in der Nähe seid, checkt das ab. Ihr werdet nicht enttäuscht. Ihr werdet safe nicht enttäuscht. Qualität ist bei uns ganz Qualität. Genau. Danke, Heidi. Dann sage ich, Leute, bis zum nächsten Mal. Lasst gerne den Daumen oben scheppern.